Grüßt euch, Servus und Hallo bei Not Another Dog Show. Wochenreflexion vom 27.03. bis 4.04.1994. Die Woche begann wie die letzte aufhörte, mit viel Stress und wenig Freizeit. Dafür ist der Arbeitsbereich wieder auf Vordermann. Ja, erinnert euch, das Haus hat zu und das bedeutet, wenn das Haus zu ist, haben wir geputzt wie die Ehren, muss alles sauber gemacht werden, alles wird gefilzt, alles was irgendwie nicht erlaubt war, musste dann gefunden, wurde dann gefunden und Verträge werden aufgemacht und ganz viel Stress und bla bla im Plenum, also viel Drama. Im Plenum wurde ich endlich wieder richtig konfrontiert, nicht nur immer die ewigen Vorbosskonflikte. Mittwoch, als das Haus aufgemacht wurde, wich ein Druck von meinen Schultern. Davor war ich unausgeglichen und aggressiv. Jetzt geht es mir wieder besser. Allerdings nervt mich, dass ich mich von Katja fernhalten muss. Das fällt mir total schwer, denn ich habe ein komisches Gefühl in der Magengrube, wenn ich sie sehe. Das ist eines dieser Gefühle, die ich früher mit Drogen weggemacht habe. Das auszuhalten ist nicht leicht. Trotzdem hat Cleanwerden Vorrang. Schließlich bin ich wegen mir hier und nicht wegen ihr. Dienstag hat sie Stammaufnahme. Das bedeutet, dass ich ihr oder sie mir den gewünschten Konflikt machen kann. Heute ist für mich noch etwas Übles vorgefallen. Ich habe gehört, dass die Katja mit der Sandra gehen will. Sollte die Sandra sich entschließen zu gehen. Nun bin ich mit etwas konfrontiert, mit was ich gar nicht gerettet habe. Dass sie abbricht. Nun, dieses Gefühl kenne ich auch. Es ist dasselbe, wie wenn jemand an einer Überdosis stirbt, jemanden, den man liebgewonnen hat. Egal, wie sie sich entscheidet, ich bleib hier. Ja, also das war damals schon eine harte Nummer für mich. Das war es im Frühjahr, es war schönes Wetter. Und das Arbeiten war so stupide, immer dasselbe und diese Konflikte, Vorwurfskonflikte, das ist halt so ein Ding wie, ja, du hast gestern deine Schuhe statt links nach rechts gestellt oder ja, du hast deine Zigarette zu früh angezündet und hast den Spülstrich nicht abgeholt und lauter solche Sachen. Und ja, ich war halt da, habe mich da so reingesteigert mit der Katja, weil die hat mir auch angebackert. Es war nicht nur einseitig, es war ja zweiseitige Sache. Aber anscheinend hatte sie dann auch diese Gespräche von wegen, du bist wegen dir da, nicht wegen ihm und bla. Auf jeden Fall haben wir uns auch langsam, aber sicher ausgesprochen auch so im Gang. Und ja, lasst mal einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und schreibt es mal in die Kommentare. Und dann geht es auch weiter mit dem Drama und Katja.